Bist auch du Softwareentwickler und hast die Schnauze voll, von großen Vermittleragenturen verarscht zu werden? Dir werden 150.000 Euro im Jahr versprochen und am Ende sind es dann doch nur 115.000. Und dann fragst du dich, wieso, wie konnte das sein? Denn mir wurden ja 150 versprochen, beziehungsweise ich hatte ja einfach 150 verhandelt. Und die Differenz von den 35.000 Euro, was ist mit denen jetzt eigentlich passiert? Könnte es sein, dass da der Zwischenhändler sich das eingestrichen hat, im Grunde für ein einziges Telefonat oder für ein einziges Gespräch? Ja, hallo, mein Name ist Thomas Klein und ich bin Experte für die Neukundengewinnung, Skalierung und Positionierung von IT-Businesses. Und häufiger denn je habe ich auch Anfragen von sogenannten Solopreneuren bzw. von Freelancern, die zwar schon selbstständig sind, aber noch in so einer Art, naja, letztendlich Hamsterrad sich befinden, eigentlich nur, ja, wie soll ich sagen, Angestellte sind, die Rechnungen stellen, also nicht wirklich selbstständig, sondern einfach Freelancer, abhängig von großen Vermittleragenturen. Und hier ist es halt häufig so, dass man einfach über eine gewisse Schwelle von teilweise 50 oder sogar unter 50 Euro Stundensatz nicht wegkommt. Und es gibt eine ganze Reihe von Gründen, die möchte ich jetzt hier nicht alle aufzählen, dafür gerne bei mir mal einen Termin buchen, warum das so ist. Aber ich möchte hier mal einen Grund nennen, denn ich hatte heute wieder ein Gespräch mit einem sehr guten Freelancer, der sogar promoviert ist, in unterschiedlichen Fächern, also MIT, MINT-Fächern und wirklich absolut überqualifiziert ist bereits in seinen 40er Jahren. Und vielleicht fühlst du dich da auch angesprochen, ja, oder gehörst auch mehr oder weniger zu dieser, ja, Zielgruppe. Und du kommst einfach nicht wirklich vom Fleck, ne? Also unterm Strich hast du irgendwie einen Stundenlohn von 40, 50 oder 60 Euro oder vielleicht 65 Euro oder vielleicht ein bisschen mehr, aber so richtig kommst du da nicht weg. Und das ist Monat für Monat, Jahr für Jahr ist das Gleiche. Und wenn du dir die Frage stellst, warum das so ist, dann musst du dir zuerst mal an die eigene Nase packen, ja? Und dich selber daran zurückerinnern, wie es in diesen entscheidenden Momenten ist, also kurz davor, wenn du wieder mal einen neuen Vertrag unterschreibst, dann wieder, sagen wir, 6 Monate oder ein Jahr oder 1,5 Jahre oder irgendwie sowas geht, je nachdem, wie lang das Projekt ist. In welcher Situation du dich da befindest? Also du befindest dich erstens in der Situation, dass du mehr Geld möchtest, zweitens, dass dir das eventuell auch versprochen wird, aber dann doch nicht gezahlt, beziehungsweise drittens, du es dann doch wiederum akzeptierst, obwohl es eigentlich hasst wie die Pest. Im Grunde ist nicht mal der Vermittler schuld, ist auch nicht der Endkunde schuld, in dem Fall ein großer Konzern, Autobauer. Nein, du bist schuld. Warum? Weil du keine Alternative hast. Ja, diese sogenannte Button, also falls du Jack Nasher kennst, ne, also der ist auch aus München, Verhandlungsexperte. Geh niemals in eine Verhandlung ohne Alternative, also ohne Alternative. Dann bist du immer erpressbar und das spürt, ja, ein Vermittler natürlich sofort und drückt dich im Preis. Häufig sogar gibt er diesen Preis nicht mal an den Endkunden weiter, sondern erhöht dadurch nur seine eigene Marge beziehungsweise einfach sein Verdienst oder macht 50-50 oder was auch immer. Also ein Vermittler, da wird immer sozusagen auf der Seite des Großkunden stehen und ich erzähle dir auch gleich, warum du immer am Losing End sein wirst. Egal, und das sogar für Softwareentwickler und Full-Stack-Entwickler und Senior-Entwickler und erfahrene Leute, die ja sehr gefragt sind im Markt. Aber selbst in dem Moment bist du am Losing End. Warum? Ganz einfach. Der Vermittler ist in der Mitte, ja, teilweise auch ein großes, in der Regel die großen Firmen, die großen Vermittlerfirmen, die haben wiederum mit großen Konzernen bestimmte Kontingente. Das heißt, der Konzern beauftragt ja den Vermittler, dass er nicht nur dich, also nicht nur einen Freelancer besorgt im Jahr, ne, sondern viele Freelancer, also quasi viele Dutzende, vielleicht sogar Hunderte vermittelt. Also der vermittelt jeden Tag ein paar Freelancer, ja, oder vielleicht sogar ein paar Dutzende oder vielleicht sogar ein paar Hundert, je nachdem, wie groß diese Vermittleragentur ist und wie groß die Endkunden sind. Das bedeutet,
Für einen Vermittler ist ein Endkunde, wie zum Beispiel ein Autozulieferer oder ein großer Autobauer, viele, viele hunderttausend Euro wert letztendlich im Jahr. An Provision, vielleicht sogar Millionen Euro. Ja? Du hingegen bist nur eine einzige Person. Wenn du sagst, wenn du jetzt im Zweifelsfall sogar sagst, nee, mache ich nicht, nehme ich nicht den Job, dann bist du mit einer Provision, dann sind es 30.000 Euro, die hat er dann nicht verdient, okay, schade. Aber im Zweifelsfall wirst du doch wieder ja sagen, wenn du keine Alternative hast. Das heißt, du bist in keinster Weise in irgendeiner Verhandlungsposition. Und das ist eben das, was du unbedingt ändern musst. Ansonsten wirst du niemals von diesem Niveau, niemals von diesem Level rauskommen. Und jetzt überleg mal, was du für 35.000 Euro alles kaufen könntest. Du könntest für 35 Euro zum Beispiel ein Jahr lang bei uns einen Akquisiteur buchen, der jeden Tag für dich ein paar Stunden telefoniert und zwar direkt in Mittelstand, gehobener Mittelstand, mittlerer Mittelstand, unterer Mittelstand, ja, Konzerne rein telefoniert, für dich direkt rein telefoniert, in deinem Namen direkt rein telefoniert und für dich direkt Kunden besorgt. Also letztendlich, wo du für 100, also für das Doppelte oder vielleicht sogar bis hin zum Dreifachen verdienen könntest, also in der Regel das 2- bis 2,5-fache von 50 Euro, sagen wir mal, du verdienst dann 100 Euro oder 120, ja, oder vielleicht sogar bis zu 150, je nachdem, wo deine Spezialität genau ist. Und das summiert sich, das heißt, da gibt es dann einen Compounding-Zinseszinseffekt. Das heißt, du könntest wiederum dann zum Unternehmer werden, eine GmbH gründen zum Beispiel und dann von deiner Seite aus Freelancer einstellen, die dich 40, 50, 60 Euro kosten, die dir zuarbeiten. Also das ist dann schon der nächste Level, aber erstmal solltest du dich unbedingt von diesem ja, teilweise schon perfiden, perversen Abhängigkeitsverhältnis with no alternative ja, zu deinen großen Vermittlern eben lösen, weil du dort in keinster Weise in einer Verhandlungsposition dich befindest und dort auch letztendlich Cap-Limits sind. Das heißt, auch wenn du noch so viele Alternatives hast und noch so ein guter Verhandler bist, der Vermittler wird immer sagen, naja, wenn du dann sozusagen dieses Cap-Limit überschreitest, dann verdienen wir nicht mehr genug, dann nehmen wir eben den Nächsten. Der wiederum, und davon gibt es leider in Deutschland Millionen von Freelancern, ja, oder Hunderttausende IT-Freelancer, Softwareentwickler, die einfach nicht aus diesem Teufelskreislauf rauskommen. In diesem besonderen Fall, wie so häufig, auch letztes Jahr hatte ich auch solche Fälle, also es ist kein Einzelfall, war es ein männlicher Softwareentwickler, der natürlich auch eine Familie hat. Das heißt, er hat dann ein, zwei Söhne oder Töchter. In dem Fall waren es sogar noch mehr Kinder, 3, 4, 5 oder sowas in der Richtung. Und manchmal sind es auch nur 1, 2 und so weiter. Und da ist es häufig so, dass wenn die Kinder dann wachsen, ja, dann muss man nochmal eine größere Wohnung und dies und das und jenes. Und Kinder, nichts gibt's, also nichts ist teurer als wie Kinder, ja, nichts ist teurer wie Wohnraum und so weiter und so weiter. Das heißt, selbst wenn du es schaffen solltest, in dieser Vermittlerabhängigkeit, ja, in diesem mal irgendwie 5 Euro hier, 5 Euro da, ja, mehr zu verdienen in die Stunde, also sozusagen aufs Jahr gerechnet, vielleicht mal 5.000 Euro mehr verdienen, dann landet da unterm Strich vielleicht 2.000, 3.000 Euro übrig. Das reicht nicht mal für eine größere Wohnung. Ja. Also du musst, sei es auch noch so hart, da unbedingt durchbrechen, sonst bist du da verratzt auf ewig. Ja, also du kommst also nicht vom Fleck. Und im Grunde, wenn du jetzt mal alles mit einkalkulierst, den kompletten makroökonomischen Aspekte und so weiter, also Inflation und alles, was dazugehört, ja, ständig steigende Mieten, ja, und so weiter, dann bist du letztendlich eigentlich, obgleich du Ingenieur bist, ja, obgleich du Skills hast, die unfassbar nachgefragt sind, bist du letztendlich auf dem Weg in die Armut, könnte man fast schon sagen. Ja? Also letztendlich, du hast eigentlich gar keine andere Wahl, als dort auszubrechen und deinen eigenen Kunden zu besorgen. Einmal dieses Investment zu machen, wie zum Beispiel bei uns, mit kleinem Marketing uns einmal zu buchen und einmal zu lernen, wie du direkt Kunden gewinnst, dich richtig positionierst und dann eben auch skalierst im Idealfall. Das heißt, auch mal dann es so weit schaffst, dass ein, zwei Leute für dich arbeiten, für dir zuarbeiten. Und wie das alles genau geht, kannst du bei uns sehr gerne lernen. Hol dir da einfach dazu einen Termin und dann freuen wir uns auf dich und sehen uns auf der anderen Seite.
Bis dahin, dein Thomas Klein. Happy Hunting, bye bye.